Willst du wissen, wie ich zum Detektiv wurde und ein echtes Rätsel gelöst habe? Und ich bin meiner Schwester viel näher gekommen. Nun, ich hatte den aufregendsten Sommer meines Lebens. Und ich muss euch einfach davon erzählen. Hi, ich bin Evie und ich bin 14. Fangen wir also mit meiner älteren Schwester Grace an. Denk an Kreide und Käse, Katze und Hund. Wir waren völlig gegensätzlich und versuchten uns so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Wir haben uns ständig gestritten. Aber das änderte sich, als unsere Eltern uns eines Tages hinsetzten und sagten, dass sie zusammen für ein paar Wochen wegfliegen wollen. Sie wollten uns die Verantwortung für die Betreuung der Pferde auf dem Hof überlassen. Wenn wir es schaffen, dürfen wir mit unseren Ponys in den Bergen wandern. Mit einem professionellen Führer. Etwas, das wir beide schon lange tun wollten. Mom sagte, dass sie hoffte, dass dies auch bedeutet, dass wir unseren ständigen Streit beenden und zueinander finden würden. Wir würden nicht ganz allein sein, denn Moms Schwester Tante Holly würde bei uns wohnen. Sie muss arbeiten, deshalb müssen wir uns um die Tiere kümmern. Nun das und sie ist allergisch gegen Pferde. Grace und ich hatten unsere eigenen Ponys. Mom hatte ihr wertvolles Rennpferd Spirit. Das wir manchmal striegelten, aber nie ritten. Spirit war ein schönes, gutmütiges Pferd. Mom hat gesagt, wenn sie wegfährt, müssen wir dafür sorgen, dass Spirit gut trainiert ist. Denn sie war an ein hartes Trainingprogramm gewöhnt. Im Sommer blieben die Pferde normalerweise auf der Weide am Bach gleich hinter dem Haus. Also mussten Grace und ich nur darauf achten, dass sie zu essen und trinken hatten. Unsere Eltern fuhren bald in den Urlaub und Grace und ich versprachen uns nicht zu streiten, aber wir hatten Unstimmigkeiten über Unstimmigkeiten. Ich wollte das Essen genau abwiegen. Aber Grace sagte, sie habe gesehen, wie Mama es einfach eingeworfen hat. Ich wollte die Menge der Karotten, die die Pferde gefressen haben, überwachen. Aber Grace dachte, es wäre lustig, wenn sie orange werden. Wir sprachen nicht wirklich miteinander und sahen uns nicht einmal an. Schließlich tauchte Tante Holly auf, die auch ihren neuen Freund Pete eingeladen hatte. Er schien in Ordnung zu sein, aber Grace dachte, er sei seltsam, da er immer früh aufstand und sich im Haus umsah und Dinge in sein Notizbuch schrieb. Tante Holly gab uns Besorgungen auf, wenn wir uns nicht um die Tiere kümmerten. Wie zum Beispiel zum Postamt oder zum Lebensmittelladen gehen. Einmal wollte Grace nachsehen, wo Pete wohnt. Und ich musste sie widerwillig begleiten. Obwohl wir dank der Ferien nicht zur Schule gehen mussten, hatten wir alle Hände voll zu tun mit den Pferden. Wir mussten Haus und Hof in Ordnung halten und Essen für uns, die Hunde und Katzen zubereiten. Einen kurzen Moment lang war Grace und ich uns einig, dass Tante Holly überhaupt nicht hilfreich gewesen war. Aber dann sagte Grace, dass etwas an Pete seltsam sei und wir stritten uns wieder. Wie ich schon sagte, wollten er und Tante Holly sich wahrscheinlich nur einleben und sie werden morgen wahrscheinlich richtig helfen. Doch am nächsten Tag rief Tante Holly an und teilte mit, dass sie die nächsten Tage in Petes Haus verbringen würde. Sie sagte, wir seien verantwortungsbewusst genug, um auf uns allein gestellt zu sein und andere Mädchen in unserem Alter würden dafür töten, in unserer Lage zu sein. Sie sagte, wenn wir es Mama und Papa nicht sagen, können wir machen, was wir wollen. Ladet Freunde ein, feiert eine Party. Ich wollte ihr gerade sagen, dass ich Mama anrufen würde, als Grace den Hörer auflegte. Grace fragte, was mit mir los sei. Das war unsere Chance, in einem Haus ohne Erwachsene zu sein. Sie sagte, ich solle es genießen und nicht nach Problemen suchen. Am frühen Morgen konnte ich hören, dass die Pferde im Vorraum unruhig waren. Ich ging hinaus und mein Pony Sundance lief vor dem Tor hin und her. Was hatte ihn so in Rage gebracht? Ich merkte bald, dass Spirit fehlte. Ich suchte die Weide und den Ufer des Baches ab, aber Spirit war verschwunden. Ich rief Grace in Panik. Zum Glück war sie ruhig und beruhigend. Sie sagte, der Zaun sei nicht beschädigt worden, was seltsam sei. Jemand wusste, wie man das Tor entriegelt. Wir riefen Tante Holly an und sagten ihr, dass wir zur Polizei gehen würden. Es tat ihr leid, dass sie nicht bei uns war. Sie sagte, sie würde sich um die Polizei kümmern. Sie sagte, wir bräuchten unsere Eltern damit nicht zu beunruhigen. Der Spirit würde bald auftauchen. Sie würde uns zurückrufen und alles mitteilen. Grace und ich warteten auf den Anruf von Tante Holly. Wir wussten beide genau, was Spirit für unsere Mutter bedeutete. Und wir warteten und warteten. Grace fand es merkwürdig, dass die Polizei noch nicht aufgetaucht war, um uns zu befragen. Und fall nicht in Ohnmacht, aber ich war einverstanden. Wir beschlossen, selbst auf Spurensuche zu gehen. Bald fanden wir Reifenspuren, zu groß für ein Auto. Dann bemerkte ich einige rostige Nägel auf dem Weg. Grace hat Selfies gemacht und ich habe gesagt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Doch dann entdeckte sie rote Farbe an der Zaunöffnung. Grace wurde ernst und machte viele Fotos von allem, um Beweise zu sammeln. Die Reifenspuren, die Nägel, die rote Farbe. Wir fühlten uns wie echte Detektive aus dem Fernsehen.
Grace wollte sich Pete's Haus ansehen, aber ich habe gesagt, dass es gefährlich sein könnte. Grace sagte, wir müssen Spirit zurückholen, da sie in Gefahr sein könnte. Wir versteckten unsere Fahrräder und schlichen uns in Pete's Wohnung und sahen uns um. Und wir konnten es nicht glauben. Grace hat in einer Garage einen roten Lastwagen gefunden, der genau die gleiche Farbe wie unser Zaun hatte. Ich sah rostige Nägel in den Rädern stecken, genau wie die von unserer Weide. Dann hörten wir ein Wiehern. Ein wunderbares, vertrautes Wiehern. Spirit! Und da stand sie nun auf einer eingezäunten Koppel. Ich war wütend und stürmte direkt ins Haus, um Pete zur Rede zu stellen. Grace direkt an meiner Seite. Aber er war nicht da. Tante Holly rief an und sagte, die Polizei habe Spirit gefunden und es gehe ihr gut. Ich wollte gerade wütend auf sie werden, als Grace ihr sagte, danke, dass du uns Bescheid gesagt hast. Und aufgelegt hat. Langsam wurde uns klar, dass es keine Polizei gab. Tante Holly hatte uns angelogen. Wir waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gab, etwas zu tun. Spirit zurückstehlen! Grace und ich führten Spirit am Hafter aus dem Paddock über die Weide und zurück nach Hause. Grace und ich umarmten uns, als sie in Sicherheit und zurück auf ihrer Koppel war. Wir haben die Polizei gerufen. Dann hatte Grace die supercoole Idee, Tante Holly zu schreiben, dass Spirit wieder zu Hause ist. Und die Polizei war bei uns. Vielen Dank für deine Hilfe. Es dauerte nicht lange, bis Tante Holly auftauchte und schockiert war, als sie die Polizei sah. Wir haben sie befragt, ob sie weiß, dass Pete Spirit gestohlen hat. Und die Polizei sagte, sie würden es vorziehen, die Fragen selber zu stellen. Sie sagte, sie wisse es nicht und könnte nicht glauben, dass Pete sie auf diese Weise verraten würde. Dann bemerkte Grace, dass Tante Hollys Handgelenk rot war. Und ich habe bemerkt, dass sie sich daran gekratzt hat. Sie hatte einen Ausschlag. Und wir alle wussten von ihrer allergischen Reaktion auf Pferde. Nun wurde Tante Holly so rot wie Pete's Van. Ich sagte, wie konntest du Mama das antun? Tante Holly begann zu weinen und gestand alles. Sie wollte Spirit heimlich mitnehmen, um sie mit einem begehrten Hengst zu paaren und sie nach ein paar Tagen zurückbringen. Tante Holly wollte uns glauben machen, dass die Polizei sie gebunden hatte. Sie war eifersüchtig auf ihre Schwester Sarah, unsere Mom, da sie alles zu haben schien. Sie war immer die bessere Autorin, hatte immer mehr Erfolg und Glück und sie hatte sogar eine tolle Familie. Es stellte sich heraus, dass Tante Holly ihr langweiliges Leben hasste. Sie war nur eine kleinkarierte, eifersüchtige Schwester und eine Diebin. Sie versuchte, sich besser zu fühlen, indem sie andere ausnutzte. Als unsere Eltern zurückkehrten, waren sie erstaunt, wie wir die Situation mit Spirit und Tante Holly gemeistert haben. Wir durften einen Ponyausflug machen und es war fantastisch. Wir waren froh, dass Tante Holly gestanden hat. Und sie sagte, sie will es irgendwann wieder bei Mom gut machen. Wir haben ein bisschen Ärger bekommen, als Mama uns daran erinnerte, wie viel Glück wir hatten. Und wie gefährlich unser Verhalten gewesen wäre, wenn wir es mit echten Kriminellen zu tun hätten. Aber sie gab auch zu, dass es großartig war, dass Grace und ich zur Abwechslung mal zusammenarbeiten. Und was ist mit dir? Hattest du je ein wildes Abenteuer oder Detektiv gespielt wie Grace und ich? Teil deine Geschichte mit mir in den Kommentaren. Ich würde gerne von ihnen hören.